Kyoto, Japan. Mein Name ist Anna und ich bin für einen Monat hier in Kyoto auf Workation und ich habe mir ein Fahrrad gemietet. Ja, und der Plan ist, dass ich heute damit mal so ein wenig die Stadt erkunde und euch zeige, was man alles in Kyoto mit dem Fahrrad machen kann. Und ja, da nehme ich euch direkt mal mit, nachdem ich meinen Kaffee ausgetrunken habe. Wir werden heute zwei Tempel besichtigen, eine Shoppingstraße besuchen, einen Stop beim Pokémon Center einlegen und zuallererst den coolsten Kiosk von ganz Kyoto besuchen. 100 Meter entfernt vom Railway Museum sind hier tatsächlich Züge, wo man Essen, Getränke kaufen kann, ein kleiner Kiosk in einem Zug. Da kann sich die Deutsche Bahn definitiv nochmal was von abschneiden. Richtig cool! Kyoto ist die ehemalige Hauptstadt von Japan und sie ist insbesondere bekannt für ihre Hunderten, nein eher Tausenden von wunderschönen Tempeln. Und einer davon, der Toji-Tempel, ist ganz besonders schön und er befindet sich nur 15 Minuten mit dem Fahrrad von meiner Unterkunft. Wenn schon der Parkplatz so schön ist, dann kann der Toji-Schrein, den wir hier hinten da sehen, eigentlich nur noch besser werden. Das ist auch richtig cool, denn traditionell wird hier ohne Nägel gebaut und das Haus wurde einfach komplett zusammengesteckt. Das ist schon echt beeindruckend. Es ist wie so ein Puzzle. Zuerst schauen wir uns aber noch einmal die Nebengebäude an, denn die sind in der Regel mindestens genauso schön wie die Hauptattraktion, aber dafür deutlich weniger besucht. Zur Erinnerung, das hier ist noch nicht mehr die Hauptattraktion. Eintritt sind 500 Yen, also ungefähr 3,50 Euro. Der Toji-Tempel ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und Toji bedeutet übersetzt Osttempel. Die Pagode ist die größte in ganz Japan, beziehungsweise die höchste. Sie wurde ursprünglich mal im 9. Jahrhundert gebaut, ist dann aber abgebrannt und die jetzige Version stammt von 1644, sagt zumindest der Guide. Es gibt noch so zwei kleine Hallen mit Buddha-Statuen und ich finde den Holzgeruch da drin ja immer wunderschön. Das kann man auf jeden Fall machen. Kyoto ist echt ein Traum für Fahrradfahrer. Die Stadt ist zwar umgeben von Bergen, aber selbst ist sie total flach. Also nur für Hamburger mega Verhältnisse. Ein Träumchen. Hier ist eine kleine Shoppingstraße. Lass uns mal schauen, was es hier zu entdecken gibt. Wie viele Länder kennt ihr, wo man Tempel in einer Einkaufsstraße findet? Kommentiert gerne, ich kenne nicht so viele. So, bevor ich hier komplett die Zeit vergesse, geht's weiter, denn ich muss ja dann noch irgendwann wieder zur Arbeit. Um 15, 16 Uhr beginnt ja schon mein Arbeitstag. Im Vorbeifahren habe ich gegenüber vom Schloss diesen kleinen Park entdeckt und dachte, ich loop da mal ganz kurz rein, das sieht voll niedlich aus. Falls ich es noch nicht 100-mal gesagt habe, es ist so schön hier. Und es ist übrigens Donnerstag, also ein ganz normaler Arbeitstag und ich muss wirklich sagen, ne, ich bin erst 4 Tage hier und mein Leben ist schon komplett anders als so die Wochen davor in Deutschland.
Ich habe gestern zum ersten Mal, ich glaube, eine Stunde lang was auf Netflix geguckt. Und sonst war ich wirklich nur beschäftigt, unterwegs, habe mir interessante Sachen angeguckt, mich mit neuen Leuten unterhalten. Und es ist einfach so inspirierend, hier zu sein. Und man nimmt so viel mit. Und das, während man halt so ein normales Arbeitsleben lebt, also wirklich so eine Vacation. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und nutzt die Möglichkeit, wenn ihr sie habt. In Japan und vor allen Dingen in Kyoto gibt es ja viele riesengroße, wunderschöne Tempel. Aber ich muss sagen, ich mag die kleinen mindestens genauso gerne. Denn hier ist es entspannt, ruhig und das ist so eine ganz andere Art von Erlebnis. Ne? Die großen sind eher beeindruckend. Bei diesen kleinen sieht man viele Details, die super interessant sind. Und man kann die Atmosphäre ganz anders auf sich wirken lassen. Weil man ist hier teilweise alleine mit ein, zwei anderen Personen. So, dass es halt echt nochmal so eine ganz andere Art von Erlebnis ist. Und ja, unterschätzt die kleinen, aber feinen Tempel nicht. Die sind definitiv einen Besuch wert. So, jetzt aber auch zum letzten Stop wahrscheinlich für heute. Zum Poke Center. Es gibt ein Poke Center hier in Kyoto. Das heißt, ich gehe jetzt die Helden meiner Kindheit besuchen im Pokémon Center. Auf geht's! Und wir sind da. Oh mein Gott. Wir folgen der Spur. Okay, Leute. Ich stehe vorm Pokémon Center. Schauen wir uns jetzt mal an. Genug rumgenerdet. Jetzt geht's zurück aufs Fahrrad, ab zur Arbeit und sich eine Runde mit Finanzkontrollen und IT-Sicherheitsrisiken beschäftigt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Video wie ich an diesem Tag. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Tschüss! Ich habe total den Linksverkehr vergessen. Ups. ChatGPT. Boah, die würde ich ja kaufen, wenn ich das verstehen würde. Ups. Okay, man sollte ein bisschen vorsichtig fahren, wo man lang fährt. Aber es ist auf jeden Fall gut ausgeschildert.